herzlich willkommen zur Netzdebatte der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir stellen uns gleich zu Beginn Folgendes vor. Eine Welt, in der am 1. des Monats oder meinetwegen auch am 3. alle Menschen ihren Kontoauszug abholen oder abrufen und da steht die gleiche Zahl drauf. Jeder bekommt das gleiche Einkommen an diesem bestimmten Tag des Monats und zwar überwiesen vom Staat. Das könnte so sein, wenn die Utopie des bedingungslosen Grundeinkommens denn Realität werden würde. Oder vielleicht kann man auch eher sagen, die Vision. Und über dieses bedingungslose Grundeinkommen wird seit Jahrzehnten und jetzt aber wieder lauter gesprochen. Es gibt eine Crowdfunding-Kampagne in Deutschland, über die wir auch gleich noch näher sprechen werden. Und dass dieses bedingungslose Grundeinkommen eine Idee sein könnte, über die wir noch mal deutlicher sprechen müssen, als über irgendwas, was sich in einer fantastischen Welt jemand vorstellen könnte, das hat auch was mit der Veränderung in unserer Arbeitswelt zu tun, mit der Automatisierung, der Digitalisierung, die man dann immer erwähnt und vielleicht auch damit, dass wir die Konzepte des Arbeitens einfach insgesamt in Frage stellen und damit natürlich auch die Idee, wie man dafür überhaupt entlohnt werden sollte. All diese Punkte wollen wir heute Abend besprechen, in der nächsten Stunde hier in der Netzdebatte, nicht ganz alleine, sondern gerne auch mit Ihnen. Sie können teilhaben über Twitter, Facebook oder auch über die Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, dort über die Netzdebatte und uns hier mit Kommentaren bewerfen. Und uns, das ist meine Wenigkeit, Christine Watti, mein Name, außerdem heute Abend hier Franziska Wiethold. Schönen guten Abend. Ehemaliges Verdi-Vorstandsmitglied und, das darf ich schon verraten, kein Fan des bedingungslosen Grundeinkommens. Was stört Sie denn, das bedingungslose oder das Grundeinkommen? Mich stört, dass es auf richtige Probleme, die Sie kurz auch beschrieben haben, die Probleme in der Erwerbsarbeit, auch gerade in die Probleme Vereinbarkeit, Erwerbsarbeit, Privatleben, ich finde die falsche Antwort ist, weil es nämlich diesem Problem, wie ist Erwerbsarbeit gestaltet, ausweicht und versucht sozusagen, ich sage jetzt mal, einen Schleichweg zum Untergraben des Kapitalismus zu machen. Ich bin da der Meinung, dass man die Probleme direkt da, wo sie ihre Wurzeln haben, auch anpacken sollte. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Ich begrüße außerdem Davut Rostam Afsha, Postdoktorand an der FU Berlin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben an einer Machbarkeitsstudie zum bedingungslosen Grundeinkommen mitgemacht, also mitgeforscht sozusagen, nicht als Proband, sondern Sie haben diese Studie mit analysiert und sind zum Ergebnis gekommen, ein Einheitssteuersatz von 70% für alle und schon würde das gehen mit dem Grundeinkommen von ca. 800 Euro pro Monat. Wollten Sie damit die Grundeinkommensbefürworter einfach mal erschrecken? Nö, erschrecken wollen wir niemanden. Allerdings wird ja immer wieder behauptet, dass das bedingungslose Grundeinkommen nicht finanzierbar ist. Wir haben in der Studie gezeigt, unter welchen Bedingungen ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzierbar wäre für Deutschland mit der aktuellen Bevölkerungsstruktur. Und dabei haben wir wichtige Dinge ausgeblendet, die wahrscheinlich heute hier diskutiert werden. Schön, dass auch Sie da sind und außerdem begrüße ich Michael Bohmeier, der hat 2014 die Crowdfunding-Initiative, ich habe es schon halb angesprochen, meingrundeinkommen.de gegründet, die seitdem 33 Grundeinkommen, stimmt die Zahl noch? 36, Verzeihung, 12.000 Euro verlost hat, also pro Jahr, das heißt man hat dann 1.000 Euro im Monat. Ich würde sagen, eine skeptische Rechenbeispiel ist wahrscheinlich nicht so ganz Ihres, sondern Sie gucken auf das Konkrete, was dieses Grundeinkommen mit den Menschen macht. Gibt es aus der Zeit und aus der Verlosungsaktion sozusagen eine Geschichte, die Sie besonders überzeugt hat als Beispiel dafür, was Menschen anders machen, wenn sie plötzlich dieses Grundeinkommen haben? Ja, wir haben da den Gewinner Marc, der ein Jahr Grundeinkommen bezieht, der ist chronisch krank. Und der musste sich immer mit den Sozialämtern darum streiten, dass ihm endlich sein Geld anerkannt wird, was er nun mal braucht, um überleben zu können. Seitdem er dieses Grundeinkommen hat, ist es bedingungslos und damit hat er keinen Stress mehr. Er wird anerkannt, dass er einfach Mensch sein darf und auch krank sein darf. Und schwupps ist er nicht mehr krank, sondern die Schübe haben nachgelassen bzw. sind auch vorübergehend komplett weggegangen. Und das ist, was Grundeinkommen bewirkt. Es bewirkt eine Ruhe im Kopf, eine Gelassenheit, das berichten eigentlich alle. Und ich glaube, das kann der Gesamtgesellschaft nicht schlecht tun. Damit können wir noch gleich in die Diskussion einsteigen, Frau Wiethold, wenn man das wirklich so im ersten Moment einfach nimmt, das bewirkt eine Ruhe, man hat eben genau das nicht mehr, was in Ihrer Idee drinsteckt, man müsste auf die einzelnen Punkte im Arbeitsleben gucken, um die zu verbessern und kann nicht einfach quasi ein Grundeinkommen dem entgegenzusetzen, aber die Einfachheit, die sich in so einem Beispiel doch zeigt,
ist doch ganz griffig und überzeugend. Man doktert nicht mehr an den Sachen rum, an denen wir in der Arbeitswelt immer wieder rumbasteln, sondern man sagt, nee, wir machen es einfacher. Jemand bekommt Ruhe in sein Leben und hat eine Existenzsicherung und kann von da aus schauen, was mit ihm eigentlich ist. Also ich finde es überhaupt nicht einfacher, dass Menschen, die auf diese zu kritisierende Art und Weise von dem Sozialstaat behandelt werden, dann ausweichen müssen. Ich kenne sehr viele Menschen und alle Befragungen bestätigen das, dass die Mehrheit der Bevölkerung arbeiten möchte als Erwerbsarbeit, aber unter den Bedingungen der Erwerbsarbeit häufig leidet und sagt, wir möchten weiter Krankenschwester an der Charité sein und wir möchten nicht Ruhe und Gelassenheit, wir möchten diesen Beruf, den wir lieben, weitermachen, aber unter besseren Bedingungen und dafür kämpfen sie und weichen nicht aus. Und ich empfinde das als ein Ausweichen für den Betroffenen. Völlig verständlich. Aber so können wir doch Konflikte in dieser Gesellschaft nicht lösen mit einem Sozialstaat, der da offensichtlich völlig versagt. Auf das Ausweichen darfst du gerne direkt antworten. Ja, also im Gegenteil. Ich sehe das Ziel, haben wir genau das Gleiche, nämlich dass Arbeitsbedingungen vernünftig sind. Nur ich sehe das Grundeinkommen genau als einen Weg dahin. Denn was haben wir heute? Heute haben wir, Sie haben es vorhin im Nebensatz ganz kurz gesagt, wir haben halt Kapitalismus, das ist im Kern ein Ausbeutungsverhältnis und es gibt, man muss, um überleben zu können, in dieser Gesellschaft arbeiten, Erwerbsarbeit machen. Jetzt ist das Problem, es ist nicht genug Erwerbsarbeit für alle da, auf jeder offenen Stelle kommen 7 Bewerbungen und es ist schon immer so und es kann und wird nie genug bezahlte Arbeit für alle geben, das ist systemisch so gewollt, weil das bedeutet nämlich, wenn ich in Verhandlungen mit meiner Chefin bin, kann die immer sagen, wenn du es nicht machst, nehme ich eben jemanden aus dem Heer, der arbeitslos. Mit einem Grundeinkommen wäre das anders. Denn da habe ich 1.000 Euro mehr. Ich habe eine Verhandlungsposition, wo ich weiß, ich kann nicht unter 1.000 Euro sinken. Und erstmals in der Geschichte des Kapitalismus, fraglich, ob es da noch einer ist, bin ich auf Augenhöhe mit meiner Chefin und kann sagen, nein. Grundeinkommen ist die Freiheit, nein zu sagen. Und das wird natürlich Lohngefüge ändern. Das wird dafür sorgen, dass Jobs, die nicht gerne gemacht werden, die heute schrecklicherweise unterbezahlt sind, besser bezahlt werden, weil sie sonst überhaupt niemand mehr macht, weil sie niemand mehr machen muss. Und das wird automatisch zu besseren Arbeitsbedingungen führen. Übrigens nicht nur im Berufsleben, sondern zum Beispiel auch privat. Private Ausbeutungsverhältnisse. Es gab mal in den 70er Jahren eine Studie zum Grundeinkommen, Pilotprojekt, da ist die Scheidungsrate gestiegen, weil die Frauen nicht mehr finanziell von ihren Ehemännern abhängen. Also diese Machtfragen, die Kapitalismus immanent sind, die werden mit Grundeinkommen gestellt und Grundeinkommen ermöglicht eröffnet so einen Möglichkeitsraum, dass man einfach über Dinge, die heute unlösbar scheinen und seit 150 Jahren unlösbar scheinen, auf einmal neu verhandelt werden können. Frau Wiedholz, Sie haben so viel den Kopf geschüttelt, dass Sie sprechen müssen. Also zunächst einmal deute ich nur etwas an, was Sie sehr viel besser ausführen können. Diese 1.000 Euro, ich nehme mal an, dass wir uns darauf einigen können, 1.000 Euro im Monat und nicht auf diese 500 Euro Geschichte von Herrn Strauper oder sonst etwas. Diese 1.000 Euro müssen im kapitalistischen Marktwirtschaft erarbeitet werden. Also das heißt, der Kapitalismus ist damit nicht in irgendeiner Weise angegriffen. Das muss von Leuten erarbeitet werden in der Erwerbsarbeit. In der Marktwirtschaft, wie auch immer, das kommt darauf an, wie es über Steuern finanziert wird. Das zum Ersten. Also ich sehe da überhaupt keine Gefährdung des Kapitalismus, eher im Gegenteil. Deswegen sind ja auch viele Neoliberale übrigens gar nicht so gegen dieses Konzept. Das Zweite ist, die Mehrheit der Erwerbstätigen möchte arbeiten aus ganz unterschiedlichen Gründen. Unter anderem, weil sie sagen, das ist für mich auch ein Stück Sozialkontakt, auch Erfüllung. Und für die gibt es nicht so einfach diese sogenannte Exit-Option. Das ist sehr marktwirtschaftlich gedacht. Was meinen Sie, das heißt, Exit-Option heißt, wenn mir die Arbeitsbedingungen nicht passen, sage ich, tschüss, ich habe ja 1.000 Euro. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich die Mehrheit sagen würde, 1.000 Euro ist ein bisschen knapp. Die wollen aber die Arbeitsbedingungen verbessert haben. Und das ist wirklich neoliberal marktwirtschaftlich gedacht, zu sagen, da gibt es ja eine Exit-Option. Abgesehen davon, wenn wir... Im Augenblick haben wir in Deutschland eine sehr besondere Situation von steigender Erwerbstätigkeit. Wenn wir alles das an bezahlter Erwerbsarbeit umsetzen würden, was alle für richtig finden, Altenpflege, Gesundheit, Kinderbetreuung, Kultur, mehr Beschäftigte auch unter stressigen Bedingungen, damit sie weniger stressig sind, und Arbeitszeitverkürzung, bin ich sehr sicher, dass wir aktueller Stand mit dieser guten Arbeitsmarktsituation sofort Vollbeschäftigung hätten. Und da wollen Sie auch wieder ausweichen. Vor diesen riesigen Problemen, dass wir zu wenig Stellen in diesen ganzen Bereichen haben, dass die Leute zu lange arbeiten müssen, die wollen kürzer arbeiten, aber sie wollen nach wie vor überwiegend Erwerbsarbeit machen. Ja.
Und das sind die großen Themen, die jetzt anstehen. Arbeitszeitverkürzung und mehr Stellen in den Bereichen, die völlig ausgeblutet sind. Wir müssen auf all die Punkte, die Sie angesprochen haben, sowieso kommen, weil Sie auch mal wieder sagen, es gibt, die meisten Menschen wollen arbeiten. Und ich glaube, dieses Wollen arbeiten und diese Vermischung vom Grundeinkommen und der Frage, heißt es dann kann man aussteigen, dann will man vielleicht nicht mehr arbeiten oder was das mit dem Arbeitsgefühl überhaupt macht, glaube ich, müssen wir nochmal gleich eingehen. Ich würde gerne Davut Rostam-Afshar ins Gespräch holen, an der Stelle nochmal, die Sie schon gut angedeutet haben, natürlich, dass die Frage hebelt das bedingungslose Grundeinkommen den Kapitalismus aus oder ändert ihn nachhaltig. Da, glaube ich, haben Sie auch noch mal was dazu zu sagen, weil Sie eben gerechnet haben, was eigentlich passiert, wenn man es einmal durchüberlegt, ob es finanzierbar wäre. Gut, also unabhängig von allen Rechnungen ist das bedingungslose Grundeinkommen ein Projekt, das aus der liberalen Ecke kommt. Das ist schon richtig gesagt worden. Und es besteht die Gefahr, wenn das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird in Deutschland, dass wir abrutschen und einen sozialen Kahlschlag kriegen. Dadurch, dass viele Sozialversicherungsmaßnahmen einfach ersetzt werden durch ein zu niedriges bedingungsloses Grundeinkommen. Und das ist, Leute wie Charles Murray beispielsweise, ein erzkonservativer Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, hat genau diesen Plan gehabt. Und auch andere Leute in Finnland beispielsweise, ist nicht so ganz klar, wie das ausgestaltet werden soll. Deswegen besteht wirklich Gefahr, dass genau die, denen man eigentlich helfen will, dass die schlechter gestellt werden. Das heißt, ist das damit schon Ihrerseits, nachdem Sie doch auf die Zahlen geguckt haben, natürlich eine Absage an das bedingungslose Grundeinkommen? Also, oder gibt es Varianten, die Sie... Es gibt Leute, die finden es gut. Das ist das zu folgen. Das ist ein politischer Prozess, aus dem das dann entsteht. Wenn Leute bedingungslose Grundeinkommen gut finden und ich meine, ihr Projekt ist ja relativ erfolgreich und die Leute denken, bedingungsloses Grundeinkommen, wo das draufsteht, dann kriegen sie ein schöneres Leben. Allerdings kann es sein, dass nicht ganz das ist, was da draufsteht. Beispielsweise bei Ihrem Projekt ist es ja eher eine Lotterie als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und wir sehen ja, wir haben ja schon staatliche Lotterien in Deutschland. Und wenn man die jetzt umverteilen würde, wie Sie es machen, dann, ja, das können wir ja machen, wenn wir die Lottogewinne umverteilen für ein Jahr, dann ist es nicht das, was die Idee des Grundeinkommens eigentlich bezweckt. Nämlich, dass man die Armut bekämpfen kann und dass man vom Zwang der Arbeit befreit, sondern es ist einfach nur ein Marketing-Gag. Ich glaube, das ging an mich. Ja, ich glaube auch. Ich war schon still. Bitte. Ja gut, also zu unserem Projekt ist es erstmal keine Lotterie, denn der entscheidende Unterschied ist, man muss nichts einzahlen, um da teilnehmen zu können. Alle Menschen können da einfach kostenlos mitmachen und haben die Chance, dieses Grundeinkommen zu gewinnen. Mir wäre es auch lieber, alle 250.000 Menschen, die da mitmachen würden, das bekommen, und zwar dauerhaft, aber da ist natürlich nicht das Geld dafür da. Wir sind ja ein Experiment, wir wollen es ausprobieren, wir wollen es erspürbar machen, wie Grundeinkommen ist, weil anders als es jetzt vielleicht wirkt, will ich auch niemanden vom Grundeinkommen überzeugen. Ich weiß auch nicht, ob es funktioniert. Ich sehe einfach nur die Herausforderung der Digitalisierung vor uns. Der Arbeitsmarkt ändert sich massiv in einem Tempo, in dem, glaube ich, traditionelle Strukturen wie zum Beispiel Gewerkschaften einfach nicht mehr mitgehen können. Und wir brauchen neue Konzepte und ich weiß auch nicht, was da funktioniert, und das müssen wir ausprobieren und das probieren wir bei unserem Konzept. Und natürlich ist es so, dass, und es ist sogar nicht ganz unwahrscheinlich, dass so eine gute Idee wie das Grundeinkommen aus der neoliberalen Richtung unterwandert wird. Richtigerweise haben Sie es angesprochen, in Finnland, glaube ich, passiert gerade das, dass wir uns nämlich doch nicht lösen können von so einem Zwang zur Arbeit, der aus einem Misstrauen resultiert, was wir alle gegeneinander haben. Und natürlich müsste man dann dafür kämpfen, aber ich würde sagen, also lasst uns doch erstmal diese Idee diskutieren und gar nicht mal so sehr die des Grundeinkommens im Sinne von, wie hoch ist es und was ist daran geknüpft, sondern die Bedingungslosigkeit. Das finde ich das Interessante, denn in unserer Welt ist es aktuell nicht vorgesehen, dass irgendein Mensch irgendetwas bedingungslos bekommt.
Also da gibt es vielleicht noch so Dinge wie das Kindergeld, natürlich relativ niedrig, das ist schon mal vielleicht ein ganz netter Anfang. Dann gibt es noch so das Elterngeld, das hat zwar die Voraussetzung, keine Bedingung, aber eine Voraussetzung, dass man eben Eltern geworden ist, aber das kriegt man erstmal, ohne dass man danach noch was dafür tun muss. Und ich glaube, dieses Konzept ist sehr spannend deshalb, und da kommen wir vielleicht noch kurz mal auf den Kapitalismusbegriff zurück. Also können wir darüber streiten, wie man Kapitalismus definiert. Auf jeden Fall aus meiner Sicht reproduziert er sich immer wieder, weil wir halt alle angstgetrieben sind in unserer Gesellschaft, weil wir im Kern immer wieder erleben, dass unsere Existenz bedroht wird und die Existenz in materieller Art. Und das würde mit einem Grundeinkommen einfach verschwinden, weil ich wüsste, es gibt eben eine Grenze nach unten. Und ja, wir müssen auf jeden Fall dafür kämpfen, dass nicht alle Sozialleistungen dann weggehauen werden und dass das nicht mehr gibt. Dass Leute natürlich noch mehr als 1.000 Euro brauchen, ist klar. Aber wenn diese Grundangst wegfällt, wird sich vielleicht in dieser Generation nicht mehr so viel verändern. Aber eine Generation, die aufwächst und weiß, egal was ich, ob ich jetzt der blöde Lehrer, der hat nicht mehr die Macht über mich, weil die Note ist nicht mehr so wichtig, weil ich definiere mich nicht mehr nur darüber, ob ich einen guten Job habe, sondern ich will ja einen guten Job haben und nicht, weil es von mir verlangt wird und weil ich irgendwie sonst Angst habe, arbeitslos zu werden. Da wird man mit einer ganz neuen Energie, mit einem viel mutiger in die Gesellschaft starten. Existenzgründung könnte man sich vorstellen, starten viel öfter, weil Leute einfach nicht mehr erst Geld sammeln müssen, um sich was, damit sich was durchsetzt, sondern gute Ideen sich durchsetzen. Tausend andere kulturelle Aspekte, die von so einem Grundeinkommen beflügelt werden könnten, weil etwas bedingungslos ist, weil den Menschen ein Vertrauensvorschuss gegeben wird und gesagt wird, ich glaube an dich, dass du was kannst. Jeder, der Kinder hat, kennt es. Wenn man einem Kind vertraut, dass es am Klettergerüst nicht runterfällt, dann wird es nicht runterfallen. Wenn man Menschen vertraut, dass sie weiterarbeiten werden, dann werden sie weiterarbeiten. Das zeigen auch Statistiken. Und ich hätte Lust, einfach mal mich auf dieses Experiment einzulassen. Kurze Zwischenbemerkung, nicht, dass jemand denkt, die Moderatorin hat inzwischen angefangen, mit ihren Freunden zu chatten. Es gibt ein Hashtag NDebate, also N, ich buchstabiere es mal kurz, Hashtag NDBATE, ist ein bisschen abgekürzt, ne? Und unter denen kann man uns auch direkt auf Twitter ansprechen und Fragen schicken. Hier hat sich schon was angesammelt, dazu kommen wir gleich. Ist nämlich auch wichtig und geht dann gleich nochmal an Sie. Aber weil jetzt Michael Bohmeier so ausführlich schon gesprochen hat und so viele Punkte angesprochen hat, reden Sie vielleicht auf eine komische Art und Weise mal ein bisschen aneinander vorbei, weil natürlich das bedingungslose Grundeinkommen ja nicht zur Folge hat, dass all diese wichtigen Fragen an unsere Arbeitswelt, wie unsere Arbeit strukturiert ist, welche Fragen sich darstellen, wofür Gewerkschaften kämpfen, was richtig und geregelt sein muss, sich das ja gar nicht widerspricht. Also wer das bedingungslose Grundeinkommen favorisiert, ist ja nicht im selben Moment gegen einen besseren Blick auf die Arbeitswelt und eine Weiterentwicklung der Umstände für Arbeitnehmer etc. Also dafür dürfen Sie ja weiter kämpfen, meine ich damit. Es geht um Prioritäten, ja. Da haben Sie völlig recht. Und für mich ist nicht ganz unwichtig, wie hoch das bedingungslose Grundeinkommen ist, denn in Abgrenzung zu den Neoliberalen, die sagen, noch nicht mal Hartz IV, 500 Euro, werden dort Menschen, die in der Erwerbsarbeit irgendwie ausgegliedert werden sollen, abgeschoben und gleichzeitig sollen, da knüpfe ich an Sie an, zum Beispiel soziale Infrastruktur abgebaut werden, denn das können die Leute ja jetzt privat machen. Also wieder alles zurück in die Familie, Kommunitarismus, USA lässt grüßen. Also auch ganz schlanker Staat. Da gibt es Überrührungspunkte, die ich hochbrisant finde und die man im Auge haben muss, denn wir leben im Kapitalismus. Und ich muss immer Machtverhältnisse im Kopf haben. Das ist das eine. Wenn wir aber sagen 1.000 Euro im Monat, und zwar für 80 Millionen, für Kinder ein bisschen weniger, sagen wir mal 10.000 Euro im Jahr, dann ist das, soweit ich es weiß, Sie kennen das jetzt besser, ein Drittel unseres Bruttosozialproduktes, richtig? So ungefähr. Ja, ungefähr. Sagen wir mal 30%, also bei solchen Zahlen, da frage ich mich, warum kämpfe ich dafür und warum kämpfe ich nicht dafür, für eine auch steuerlich finanzierte Arbeitszeitverkürzung in der Familienphase, für Ehrenamt, für zum Beispiel echte Altersteilzeit und, für eine bessere soziale Infrastruktur, für bessere Arbeitsbedingungen. Und da muss ich sagen, jetzt mal als ehemalige Gewerkschafterin, pragmatisch wie ich bin, da gibt es Prioritäten, da ist sie für mich völlig klar. Und das Zweite ist, es ist nochmal, es ist eine Illusion zu meinen, dass ich damit sozusagen die Angst, dass ich damit die Angst wegbekomme. Erstens, die meisten Menschen, ob wir es wollen oder nicht, wir kritisieren als Gewerkschaften ja auch immer gerne die Erwerbsarbeit, arbeiten überwiegend gerne und nicht ausschließlich angstgetrieben.
Angstgetriebene Menschen arbeiten übrigens auch schlecht. Das hat selbst der mieseste Kapitalist irgendwann mal begriffen. Mit Betriebsklima rauf und runter. Und diese Menschen, für die ist es keine Alternative, völlig aus dem Erwerbsleben auszuschalten und auf 1000 Euro zu gehen. Für die ist ihr großes Ziel, meine Arbeitsbedingungen sollen besser werden. Und wieso sich durch ein bedingungsloses Grundeinkommen die Bedingung für diese Auseinandersetzung verbessern soll, das hat mir noch kein einziger erklären können. Denn Sie sagen immer, dann kann man ja wechseln. Ja, aber die Leute wollen überwiegend nicht. Die wollen in ihrem Beruf besser arbeiten, sie wollen kürzer arbeiten. Und nicht sagen, naja, ich kann ja auch auswandern. Diese Exit-Option, das ist sehr marktwirtschaftlich gedacht. Na gut, aber es gibt ja schon Vorteile, die das bedingungslose Grundeinkommen hat, im Gegensatz zu dem jetzigen System, beispielsweise die Bekämpfung der Armut. Die Leute, die arbeitslos sind, wenn sie anfangen, eine Arbeit aufzunehmen, müssen hohe Steuersätze zahlen auf jeden Zuverdienst. Und bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, je nach Ausgestaltung, kann man diese Anreize verbessern. Und das muss man auch mal berücksichtigen. Das bedingungslose Grundeinkommen geht eben nicht nur auf die Arbeitnehmer, sondern auch ist auch für die Arbeitslosen und den politischen Begriff, dass die Arbeit ein Wert an sich ist, etwas aufzuweichen, dagegen spricht eigentlich aus wohlfahrtstheoretischer Sicht überhaupt nichts. Sie haben völlig recht, für die jetzige wirklich skandalösen Umgang mit Hartz-IV-Empfängern, die ja auch von dem Aufschwung relativ wenig haben, wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen ein Riesenschritt. Allerdings sind sie damit endgültig abgehängt. Das, was jetzt schon in schlimmster Art und Weise passiert, dass die sogenannten Hartz-IV-Empfänger, wir sagen jetzt mal Langzeitarbeitslose, viele Hartz-IV-Empfänger arbeiten ja gleichzeitig, also die Langzeitarbeitslosen abgemeldet sind. Es kümmert sich kaum noch jemand um sie und sie müssen dann noch ständig um ihr Geld kämpfen. Für mich wäre aber das Entscheidende zu fragen, wollen diese Menschen nicht überwiegend wieder in die Erwerbsarbeit integriert werden? Und warum wird da nichts gemacht? Und da habe ich Sorge, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen sagt, aus den Augen, aus dem Sinn. Jetzt haben wir das Problem sozialpolitisch gelöst. Und ich möchte nicht ausweichen. Für mich ist bedingungsloses Grundeinkommen, besteht die Gefahr vor den Problemen des Kapitalismus und eines inzwischen sehr neoliberal gewordenen Wohlfahrtsstaates auszuweichen. Genau, das ist wahrscheinlich dieser Ausweichen oder ist es eine Ergänzung oder eine Weiterentwicklung der Situation? Das ist, glaube ich, der Punkt, an dem Sie beide sich so ein bisschen festbeißen könnten, wenn ich nicht dazwischen gehen würde, sozusagen. Also ist es, weil klar, wie Frau Wiethold es darstellt, ist es tatsächlich eine Lösung und das ist sehr aus einer politischen Erfahrung herausgedacht. Das ist eine Lösung, die dazu führen könnte, dass sich alles Mögliche daran festhängt, dass es eben ein Ausweichen wird. Nur eine Lösung für eben all die Dinge, die dann eben nicht gelöst werden. Und für Sie, Michael Buhmeier, ist es, glaube ich, eben eher eine Weiterentwicklung dessen, was wir unter Arbeit und Einkommen verstehen und die eben nicht gleich aushebelt, dass sich alles Mögliche auch verbessern muss. Vielleicht will ich dazu kurz sagen, also das, was ich jetzt raushöre, ist, Grundeinkommen sei so eine Art Schweigegeld und schreiben wir die Leute ab und jetzt müssen wir uns nicht mehr um sie kümmern. Und das verstehe ich aus unserer heutigen Sicht, wie wir Politik verstehen. Wir verstehen Politik heute so, wir haben eine gewisse Summe X an Geldern und wir haben jetzt eine gewählte Regierung und die darf die jetzt einsetzen, um sozialpolitisch irgendetwas zu erreichen. Wir wollen mehr deutsche Kinder, also höheres Kindergeld, so nach dem Motto. Grundeinkommen verändert diese Denke radikal und weg von dem Paternalistischen. Wir schreiben die dann ab. Ich glaube, diese Menschen kann man gar nicht abschreiben. Die haben nämlich weiterhin den Willen zu arbeiten, wie Sie ja selbst sagen, und irgendwie zur Gesellschaft beizutragen. Also wird sie auch dieses Geld, was dann endlich sanktionsfrei ist, nämlich nicht mehr irgendwie die Gefahr, dass sie ihnen komplett gestrichen wird vom Staat, weil nur weil das jetzt da ist, warum sollten die aufhören, ein schönes Leben haben zu wollen? Was Grundeinkommen nämlich macht, ist, es gibt den Menschen Geld in die Hand als Vertrauensvorschuss und übergibt denen die Macht. Damit entnimmt es natürlich auch die Macht der Politik und den Gewerkschaften, die sich ja schön rangeln. Und seit 20 Jahren hat die Gewerkschaft es nicht geschafft, die Reallöhne zu steigern. Scheint ja auch nicht so richtig. In den letzten 5 Jahren sind sie deutlich gestiegen, die Lohnquote ist auch gestiegen. Und die Tarifabschlüsse waren deutlich über dem verteilungsneutralen Spielraum in den letzten 5 Jahren. Kann immerhin sein. Dann liest man es immer wieder, aber ich würde jetzt sagen, also... die Leute in den Taschen... und die Schere zwischen Arm und Reich steigt. Also so ganz optimal scheint dieses bisherige System nicht so richtig zu funktionieren. Und ich bin froh, dass es die Gewerkschaften gibt. Riesenkampf.
Und trotzdem müssen wir halt gucken, was es vielleicht noch für andere Wege gibt. Und ich finde immer Wege spannend, die so institutionelle Macht bricht und erstmal allen Menschen die Möglichkeit gibt, selbst für sich zu entscheiden und damit noch vielleicht eine viel größere Kraft zu entwickeln und vielleicht was anderes zu entwickeln, als es bisher gibt. Und wir haben ganz viele auch moderne Arbeitsverhältnisse in irgendwelchen IT-Unternehmen, die sich auch oft nicht mehr in so klassische Verhältnisse pressen lassen, wo schnell Jobs gewechselt werden, wo man nicht ganz klar ist, ist es jetzt hier eigentlich eine Scheinselbstständigkeit oder nicht. Und dann haben wir dieses klassische Idee von Erwerbsarbeit, die so auch so einen Selbsterhaltungstrieb hat, die auch irgendwie... Ach, naja, da können einfach viele junge Leute nichts mehr mit anfangen. Und so ein Grundeinkommen gäbe dann halt schon ein bisschen Flexibilität und Freiheit und ist halt trotzdem irgendwie was Soziales, weil es eben von den Menschen erstmal nichts fordert, sondern weißt, du brauchst Geld, also hast du Geld. Das mag träumerisch klingen, aber ich will ja auch nicht überzeugen, sondern es einfach mal ausprobieren. Und wenn es hoch genug ist, glaube ich, ist das eine sinnvolle Idee. Axel Hohl twittert und seine Fragen schon zum wiederholten Male, deswegen stelle ich sie jetzt endlich mal. Gibt es eine moderne, transparente, übersichtliche Visualisierung zur Finanzierung des Grundeinkommens? Sicher. Ich und meine Kollegen von der Freien Universität haben eine Studie durchgeführt, in der wir angeschaut haben, nicht nur, ob man das Grundeinkommen finanzieren kann, wenn man es einfach jetzt in Deutschland einsetzen würde, sondern auch, was passiert, wenn die Leute ausweichen. Das war ja ein großes Stichwort vorher. Wenn die Leute sehen, okay, es ist finanziert über Steuern, es ist finanziert über die Einkommensteuer und wenn die Steuern steigen, das hat natürlich dann auch Auswirkungen darauf, wie viel die Leute arbeiten wollen. Und die Studie, die wir gemacht haben, zeigt die Effekte eines bedingungslosen Grundeinkommens für Deutschland in der Höhe von 800 Euro unter der Berücksichtigung dieser Ausweicheffekte im Arbeitsangebotsverhalten, also in der Zahl der Stunden, die die Leute arbeiten. Und es zeigt sich, dass vor allem Frauen weniger arbeiten und daran liegt vor allem verheiratete Frauen mit Kindern oder mit Pflegebedürftigen im Haushalt. Und ja, das ist natürlich eine Frage, die dann Politiker bewerten müssen. Ist das eigentlich so gewünscht, dass die Teilhabe der Frauen am Arbeitsmarkt möglicherweise geringer wird durch solche Effekte? Visualisiert haben wir das auch. Wir haben gezeigt, wie hoch sieht das Nettoeinkommen aus bei verschiedenen Szenarien. Einmal mit dem System, das wir im Moment in Deutschland haben und auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Wie viel Netto hat man vom Brutto noch in der Tasche? Und außerdem auch, wie viele Steuern muss man zahlen auf den nächsten Euro, den man verdient, wenn man eine Stunde mehr arbeitet. Das alles kann man nachlesen in dem Paper, das auch im Internet zu finden ist. Gut. Jetzt was Lustiges passiert. Mein Telefon ist einfach ausgegangen. Das heißt, wir sind von Twitter abgeschnitten. Ich appelliere an die Redaktion, uns eventuell noch mit Fragen zu beliefern. Es tut mir sehr leid. Das ist anscheinend jetzt im Feierabendmodus. Da muss man auch noch mal arbeiten an diesem Verhalten. Tatsächlich aber ist mir noch eine Frage in Erinnerung, die ich zuvor noch schnell gesehen habe. Und zwar fragte auch jemand, wie soll man denn mit, der hat es glaube ich genannt, technologische Arbeitslosigkeit umgehen, statt mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich nehme an, dass es so zu verstehen ist, eben mit der Situation, von die man auch immer relativ schwarz, aber doch an die Wand malt, nämlich dass Technik Jobs übernimmt, dass irgendwie dadurch auch der Arbeitsmarkt sich nochmal sehr verändern kann in Zeiten der Digitalisierung, Automatisierung, was man so buzzwordmäßig eben so sagt, wo man auch sich dann, glaube ich, auf der Stelle sofort streiten könnte, ob das eigentlich alles wirklich genauso kommt. Aber tatsächlich ist es eine plakative Frage, was soll man denn sonst machen, außer zu sagen, okay, wir lassen dieses ganze Entlohnungssystem außen vor. Es wird sowieso immer schlimmer, wir erfinden dieses Grundeinkommen, dann haben wir damit auch was geschafft. Darf ich dazu kurz was sagen? Unbedingt. Seit über 200 Jahren gibt es technologischen Fortschritt, schon seit Beginn der Menschheit. Ja. Und seit 200 Jahren sehr schnell. Die Industrialisierung war jetzt nicht... eine Ruhephase für die technologische Entwicklung, im Gegenteil. Und trotzdem ist die Arbeitslosigkeit nicht über 100% gestiegen.
sondern ist auf 4,7% im April, im März 2016, sorry. Also heute. Ja. Und deswegen ist es Schwarzmalerei. Man sollte nicht Angst haben vor dem technologischen Fortschritt. Kurzfristig kann es dazu kommen, dass Leute entlassen werden, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dass Leute umschulen müssen. Aber langfristig hat der technologische Fortschritt die Arbeit, die Erwerbsarbeit von Menschen nicht abgeschafft. Und ja, das ist doch eine gute Sache. Also da würde ich, wenn ich mich, oder? Also da muss ich leider massiv widersprechen. Also erstmal stimmt die Arbeitslosenzahl nicht. Die ist natürlich die offizielle von der Bundesregierung und die ist natürlich massiv geschönt. Es kommen mindestens 2 Millionen Menschen dazu. Es wird oft verglichen mit der Industrialisierung. Was die Industrialisierung gemacht hat, ist, sie hat die Arbeit, die vorher Pferde und Kühe gemacht haben, auf Maschinen übertragen und hat es viel effizienter gemacht und davon haben langfristig, würde ich sagen, wir alle profitiert oder zumindest sind wir da am heute gelandet. Was die Digitalisierung macht, ist, sie macht menschliche Arbeit effizienter und das ist was fundamental anderes, weil damit konkurrieren diese Maschinen nicht mit Tieren, sondern mit Menschen. Nehmen wir uns das Beispiel des selbstfahrenden Autos. Die sind Realität, die fahren zwischen Los Angeles und San Francisco jeden Tag hin und her. Die fahren 24 Stunden am Tag, die sind ökologisch und unfallfrei und machen keinen Stress. Wollen Sie mir ernsthaft sagen, dass Menschen damit konkurrieren können über Jahre? Ich glaube nicht. Wir können die Lohnspirale noch eine Weile runterfahren, dass Menschen, die Zehntausende von Menschen, die hauptberuflich damit beschäftigt sind, LKWs und Autos zu fahren, können wir noch eine Weile die Lohnspirale runterdrücken, aber nicht mehr lange. Dann werden diese Maschinen, diese Menschen besiegen in diesem Konkurrenzkampf. Und was machen wir dann mit den Leuten, die übrig bleiben? Die werden arbeitslos, es wird eine Massenarbeitslosigkeit, eine Massenarmut geben und damit wird es auch keine Kaufkraft mehr in der Gesellschaft geben und es ist kein Geld mehr da, um die schönen von Maschinen produzierten Dinge zu kaufen. Dann ist allerdings auch kein Geld mehr für das bedingungslose Grundeinkommen da, denn das muss ja offensichtlich aus der offiziellen Erwerbsarbeit, ob jetzt über Einkommenssteuer oder Mehrwertsteuer, erarbeitet werden. Also das nur mal muss erarbeitet werden aus der Produktivität der Gesellschaft, wenn wir zum Beispiel Maschinen besteuern, zum Beispiel in Form von Unternehmenssteuern oder Mehrwertsteuern. Ja, gut. Das Bruttosozialprodukt setzt sich immer noch aus Lohn und Gewinn zusammen und nicht aus Maschinen. Also das ist Arbeitswertlehre Nummer eins. Aber diese Geschichte, dass früher nur die Maschinen nur die Pferde und sonst was ersetzt haben, also als es noch das Fließband gab, da wurde später durch Automatisierung menschliche Arbeit ersetzt. Also in den letzten 50 bis 100 Jahren ist überwiegend menschliche Arbeit automatisiert worden. Und ich bin nun groß geworden in meiner politischen Arbeit mit der Automationsdebatte der 60er Jahre. Und da habe ich schon all das Gleiche gehört. Exakt das Gleiche. Und ich staune immer, wie Wissenschaftler und Innen so genau wissen, ob es in diese oder in diese Richtung geht, weil alle Prognosen daneben gegangen sind, wenn sie völlig klar waren. Also das Ende der Arbeitsgesellschaft, wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich mal auf, wie häufig das Ende der Arbeitsgesellschaft schon vorausgesagt worden ist. Genauso unsinnig halte ich diese wunderbaren Prognosen, dass dann alles blüht und gedeiht. Es weiß im Augenblick keiner. Und das sollten wir endlich mal zur Kenntnis nehmen, dass die Prognosefähigkeit immer auch interessengeleitet ist und zweitens wir alle immer so eine Sicherheit haben wollen. Das hält offensichtlich keiner aus, wenn er nicht genau weiß, wie es in den nächsten 10, 20, 30 Jahren läuft. Ich sehe allerdings eine riesige Chance zu einer Arbeitszeitverkürzung. Und ich verstehe nicht, warum wir da nicht gemeinsam dran arbeiten können. Die alten Prognosen, Keynes, der gesagt hat, wenn das so weitergeht, müssen meine Enkel nur noch 4 Stunden am Tag arbeiten. Wissen Sie, was der Keynes gemacht hat, was fast alle Männer damals gemacht haben? Der hat nur auf Gebrauchsgüter geguckt. Der hat den ganzen Bereich der unbezahlten Arbeit, da sind wir uns wahrscheinlich überhaupt nicht gesehen. Das ist der Wachstumsbereich, die Care-Economy. Und da wird auch einiges irgendwann mechanisiert werden, gerade im Gesundheitsbereich. Aber da sind solche Potenziale noch da, wo wir dringend mehr gute Erwerbsarbeit brauchen. Gerade in diesen Bereichen. Und wir gucken alle immer nur technikfixiert, wie wir in diesem Deutschland sind. Technikfixiert auf Industrie, Industrie und Technik. Und dieser ganze riesige Bereich,
der sozusagen so personenbezogenen Dienstleistung mit Kultur und allem drum und dran wird systematisch von allen in dieser jetzigen Diskussion wieder ausgeblendet. Das haben auch Linke früher immer schon gemacht. Und da werbe ich dafür, dass wir über ein anderes Verhältnis von Erwerbsarbeit und Privatleben reden. Das ist das Thema, was wir ja nun in irgendeiner Form gestern vielleicht auch mal wieder auf dem Schirm hätten haben sollen. Und ein zweiter Punkt mit den veränderten Erwerbsverhältnissen. Also meine Gewerkschaft Verdi macht auch eine sehr engagierte Selbstständigenarbeit, und zwar nicht erst seit gestern. Und wir kämpfen zum Beispiel dafür, dass es soziale Sicherungssysteme unabhängig vom Status des Erwerbstätigen gibt. Es soll egal sein, ob Beamter, Angestellter, aber der Unterschied gibt es ja nicht mehr, Selbstständige, Bürgerversicherung, gleiche Rechte, auch tarifliche Regelungen für die sogenannten Freien. Das ist ein Riesenthema, was wir seit langer Zeit bearbeiten. Also, dass die Gewerkschaften jetzt nur ausdrücklich nur abhängig Beschäftigte im Blick haben, das ist unsere Basis, logisch. Aber die Forderung, gerade im sozialpolitischen Bereich, soziale Sicherungssysteme unabhängig zu machen von dem jeweiligen Status, ist eine Forderung, die ich für ganz zentral halte, um zum Beispiel auch Arbeitsmärkte flexibler zu machen, ohne dass die Leute gleich ins Elend stürzen. Ja, zu den sozialen Sicherungssystemen kann man auch sagen, dass in vielen Vorschlägen des bedingungslosen Grundeinkommens vorgeschlagen wird, dass beispielsweise das Arbeitslosengeld 1 abgeschafft wird und auch andere Versicherungsleistungen abgeschafft wird. Beispielsweise abgeschafft werden, weil es gibt ja dann das bedingungslose Grundeinkommen und außerdem können die Leute versichert sein über das bedingungslose Grundeinkommen und dann noch zusätzlich selbst arbeiten, wenn sie möchten. Allerdings ist das Problem, dass das Arbeitslosengeld 1 eine Versicherungsleistung von etwa 60% oder mit Kindern 67% bringt, also Statussicherung für ein Jahr oder je nachdem, wie viel man vorher gearbeitet hat, unterschiedlich. Und das bedingungslose Grundeinkommen weit darunter liegt. Das heißt, die Versicherungsleistungen jetzt zur Arbeitslosenversicherung alleine werden drastisch reduziert durch das bedingungslose Grundeinkommen in vielen Fällen. Die Abschaffung des Rentensystems ist sehr problematisch, da es für die Generation, die Beitragszahler war, die dann auch noch auf Renten verzichten müssen, eine Doppelbelastung gibt. Deswegen muss man ganz genau darüber reden, wie soll das ausgestaltet werden? Was soll jetzt passieren? Soll das Sozialversicherungssystem, wie es jetzt besteht, abgeschafft werden oder nicht? Das wird natürlich immer vorgeschlagen, um die Kosten zu senken, um dann das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren, was ja einen größeren Empfängerkreis hat. Auch muss man natürlich erstmal klarstellen, wer ist überhaupt der Empfängerkreis? Wer sind die Leute, die das bekommen, im Endeffekt netto? Und wer sind die Leute, die das bezahlen? Jetzt hat das bedingungslose Grundeinkommen ganz schön eins auf die Mütze bekommen. In den letzten 10 Minuten habe ich so das Gefühl. Also zumindest viele sehr realistische Fragen wurden an das gestellt und auch eben immer wieder sind Zweifel gezogen, ob das überhaupt wirklich eine Lösung sein könnte. Wenn wir es noch mal ein bisschen anders anschauen wollen, auch vor allem als Gedankenspiel. Max Neufeind, der heute Abend auch hätte in der Runde sein sollen, gute Besserung, hat auch noch mal in einem anderen Gespräch auf was angespielt, rund um diese Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Ich weiß gar nicht, ob er es war oder damals sein Gesprächspartner, dass es auch natürlich immer aufregend und auch beängstigend ist, darüber zu reden, weil auf einmal über was gesprochen wird, was dann sich aller Kontrolle entziehen würde. Es würde eben das, was Sie vorhin auch kurz angesprochen haben, bedeuten, jeder, es kam auch vorhin die Frage oder schon vor unserer kleinen Runde die Frage auf, also auch an Flüchtlinge, auch an Menschen, die nach Deutschland kommen, alle kriegen also wirklich das gleiche Geld und es wird nicht kontrolliert, wie, warum und wieso, was wir sonst so geübt sind. Was hat das denn eigentlich, wenn man das trotzdem mal zu Ende spielt, was hätte das eigentlich für eine Auswirkung auch auf viele andere Bereiche? Also plötzlich ein Geld zu haben, einen Vertrauensvorschuss, das alle bekommen ist,
Es geht klar, ein Staat ändert sich in diesem Moment total, wenn er nicht mehr sagt, füllen Sie mal Formular 1 bis 300 aus und dann gucken wir mal, ob es überhaupt passt. Was sich dann ändert? Ja, genau. Das weiß ich natürlich auch nicht so genau, deswegen probieren wir es ja aus. Was sich ändern sollte, könnte. Ja. Das sollte sich halt nichts ändern, sondern es soll das passieren, was die Leute wollen. Und das ist ja auch dieser andere Ansatz, eben einfach zu sagen, also irgendwie, was heute passiert ist, wir haben irgendwie die Erwerbstätigen und die Nicht-Erwerbstätigen. Und die Erwerbstätigen werden von starken Gewerkschaften repräsentiert und um die Arbeitslosen, also Erwerbslosen, um die kümmert sich niemand. Und da werden schon wieder zwei gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausgespielt und ihr kämpft für die Rechte und niemand kämpft für die anderen. Und also warum nicht einfach mal die Entscheidung über eine Arbeitszeit nicht abgeben an die da oben, dass die hoffentlich nach Jahren mir mal eine halbe Stunde pro Woche rausverhandeln und einfach quasi mir selber die Entscheidung geben. Ja, es ist schwer für viele Menschen, mit dieser Eigenverantwortung umzugehen, weil wir das alle nicht gelernt haben, weil wir vom Elternhaus über die Schule bis zum sogenannten Jobmarkt immer die Verantwortung abgeben an andere, die die Kontrolle über uns haben. Und Grundeinkommen bedeutet halt, Kontrolle abzugeben von oben und sie an die Menschen weiterzugeben. Und dann können die entscheiden, wie viele Stunden die Woche sie arbeiten und wie viel sie damit verdienen können und was dann noch übrig bleibt. Was kann sich mit so einem Grundeinkommen ändern? Also wenn ich mal so gucke in die Geschichten unserer Gewinnenden, die bei uns jetzt schon seit einem Jahr Grundeinkommen beziehen, da habe ich vorhin die Geschichte erzählt von der Person, die jetzt keine Schübe mehr hat. Wir haben Kinder, die gewonnen haben, denn auch Kinder, denke ich, sollten so ein Grundeinkommen kriegen, sind ja Menschen und brauchen auch Geld zum Leben. Da ging die Diskussion los, wird das Geld von den Eltern verwaltet oder kann das Kind selbst darüber verfügen und wenn ja, in welcher Höhe und ab welchem Alter. Da wird also auch eine nicht unbeträchtliche Machtfrage innerhalb der Familie gestellt. Das, wo ich nicht sagen würde, da muss es eine Antwort drauf geben, aber das durch dieses neue Geld diese Möglichkeit eröffnet wird, darüber mal zu diskutieren. Dann haben wir einen, der hat im Callcenter gearbeitet und ist übrigens der Einzige, der bisher seinen Job gekündigt hat, hat auch vorher angekündigt, hat sofort gekündigt, weil es natürlich ein Mistjob, will keiner machen. Das ist ein Job, der wahrscheinlich sehr, sehr teuer würde mit Callcenter und hoffentlich gibt es dann keine mehr. Dann habe ich den gefragt, als sein Jahr abgelaufen war, was ist denn nun, fehlt dir nun nicht das Geld? Also stürzt du jetzt nicht in ein Loch ohne Grundeinkommen? Er sagt, nee, weil in der Zeit, wo ich jetzt gekündigt habe, habe ich ein Studium angefangen zur Pädagogik und vorher habe ich für meine Familie das Geld rangeschafft und mittlerweile ist aber meine Frau fertig und sie schafft das Geld für uns ran. Also da hat sich auch ein klassisches Rollenverhältnis innerhalb der Familie umgekehrt, einfach nur, weil mein Möglichkeitsraum für Veränderung war. Kleine Randnotiz, Frauen verdienen ja bei gleicher Arbeit 25% weniger, auch das haben leider die Gewerkschaften nicht geschafft wegzuverhandeln. Und sowas ist dann mit Grundeinkommen auf einmal möglich, weil es Spielraum für Veränderungen gibt und jetzt in der Knappheit halt immer heißt, na dann nehmen wir lieber noch das mit, was wir kriegen können, wir alle haben ja Angst und alle agieren ja in dieser Gesellschaft aus dem Mangel heraus. Wir müssen es ausprobieren. Aber die Kontrolle abzugeben bedeutet auch irgendwo, dass man sich abhängig macht von jemandem, der das Geld gibt. Und beispielsweise eine Frau, die jetzt verheiratet ist und sich entscheidet, sie kümmert sich ums Kind und hört auf zu arbeiten und arbeitet weniger. Und der Ehepartner, der Mann, der verdient sehr viel Geld und kann immer in jeder Diskussion dann sagen, ich bezahle doch dein Grundeinkommen. Genau, so ist heute. Das ist bedingungslosen Grundeinkommen. Moment. Der Staat garantiert mir noch das Grundeinkommen. Ja klar, zahlt der Mann Steuern. Der Mann zahlt das sozusagen für den Urlaub oder all das, was mit 1.000 Euro nicht zu finanzieren ist. Ja, und heute ist diese gleiche Frau zu Hause, hat gar nichts und hat überhaupt nichts in der Hand und hätte, wenn sie ihn verlässt, nicht mal 1.000 Euro. Hä? Das macht es jetzt nicht besser, wenn wir damit im Grunde genommen... Also, aber sie hat die Kontrolle. Ja. Total. Worüber hat sie heute die Kontrolle? Sie kann sich scheiden lassen und alles alleine erziehen. Sie kann sich scheiden lassen, hat keinen Rentenanspruch, weil sie ja nichts gemacht hat außer Kinder und Haushalt. Zusätzliche Unterstützung. Bitte? Also ich halte es schon für bedenkenswert, dass die immer noch traditionellen Familienvorstellungen, die es leider immer noch gibt und wahrscheinlich bei uns allen noch irgendwo ganz tief schlummern, dass die möglicherweise wieder hochkommen könnten, wenn man Möglichkeitsräume schafft, kann etwas ganz Neues passieren und es können die alten Konventionen wieder rauskommen. Also ich bin da heftig mit mir auch selber am Streiten, ob man zum Beispiel Erziehungsgeld, Elterngeld ohne jede Vorschrift Männern und Weiblein gleichermaßen geben soll, was ich prinzipiell richtig finde. Aber ich weiß, wer es faktisch dann nimmt und wer es faktisch nicht nimmt. Also die zweite Gefahr ist natürlich schon, dass dann gesagt wird, dann muss ich ja mein Kind nicht mehr in die Kita geben und dann kannst du doch deine alten Eltern selber pflegen.
das ist ja bei vielen auch im Kopf drin, dann kann das hier alles wieder in die schöne kleine Gemeinschaft zurück. Aber ich möchte trotzdem auf etwas hinaus, wo wir, glaube ich, viele Überschneidungen haben, die auch durch mich zu wenig heute rausgekommen sind. Ich träume davon, dass wir mehr Möglichkeitsräume schaffen, dass Menschen aus diesem Korsett der geregelten Arbeitszeit, Vollzeit und Teilzeit ist die Falle, rauskommen, dass sie Wahlarbeitszeitsmöglichkeiten bekommen, dass sie in bestimmten Lebensphasen unterbrechen können, verkürzen können, ohne ihre Rentenansprüche und so weiter damit verlieren zu müssen. Da gibt es inzwischen eine relativ intensive Diskussion, auch zu einer Neubewertung von Freizeit, von Privatleben, die in der Tat in unserer ehemaligen männerorientierten Leistungsgesellschaft, da war ein Mann nur ein Mann, während er 40 Stunden gearbeitet hat und zu Hause die Hausfrau war. Das hat sich ein kleines bisschen geändert, zumindest in den Ansprüchen. Und da, glaube ich, haben wir große Überschneidungen. Oder gar nicht. Und da würde ich gerne weiter diskutieren, andere, das Verhältnis von Erwerbsarbeit und Privatbereich, ich lasse es jetzt mal so ungenau, anders zu gestalten und da mehr Wahlmöglichkeiten zu schaffen, mehr Möglichkeitsräume zu schaffen. Und da muss man richtig viel Geld reintun, und um solche Freiräume auch zu schaffen. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Überschneidungen, aber ich bleibe dabei, ein für mich zentraler Punkt ist Umgestaltung der Erwerbsarbeit. Und bedingungsloses Grundeinkommen. Also, ich muss ja auch mal kurz einhaken, weil ich wirklich über die, also der Teil, ne, den klammern wir jetzt extra mal aus, weil ich glaube, da wäre noch mal ein bisschen Gesprächsstoff drin und auch Sprengstoff über die Genderfragen, die sich plötzlich angeknüpft haben an die, und die Familienmodelle, die womöglich wieder sich zurückverändern. Da bin ich auch nicht ganz mitgekommen, wie das, da was das für eine Folge sein sollte. Das bedingungslose Grundeinkommen kann eine verkappte Herdprämie sein. Ja, ja. Also, wollen wir da reingehen? Also, unbedingt. Ich meine, kann es kurzfristig sein, ja? Also wenn wir Kontrolle abgeben, kann sogar es langfristig das bedeuten. Viel schlimmer. Es kann wirklich die Teilhabe der Frauen am Arbeitsmarkt komplett zurückdrängen. Und nicht nur das, es kann die Gesellschaft auf verschiedene Arten spalten. Auch wir haben gesehen, wenn die Rentenversicherung abgeschafft wird, dann kann es zu einer Auflösung des Generationenvertrages kommen. Dann gibt es einen Konflikt zwischen Jung und Alt durch das bedingungslose Grundeinkommen. Es kann auch dazu kommen, dass die Leute, die sich entscheiden, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen jetzt mal herum zu experimentieren und nicht zu arbeiten, und diese Entscheidung eben bezahlt bekommen von Leuten, die trotzdem aufgrund ihrer Präferenzen oder ihrer intrinsischen Motivation gerne arbeiten und das alimentieren, dass das zwei Klassen bildet, sodass man wie im Mittelalter beim Adel und den Bauern zwei verschiedene gesellschaftliche Klassen hat, die ja, ein gespaltenes Deutschland bedeuten. Na, zum Glück ist Deutschland heute nicht gespalten. Also ich meine, die Schere zwischen Arm und Reich geht massiv auseinander. Wir haben gesellschaftliche Konflikte an allen möglichen Konfliktlinien. Und ja, sicherlich, es kann irgendwas schiefgehen und schlimmer werden, aber ich finde, wir können es irgendwie mal, also das ist eine Form der Schwarzmalerei, die mir irgendwie nicht so liegt, weil heute driftet die Gesellschaft massiv auseinander, der Generationenvertrag ist auch heute nicht mehr einhaltbar, und wir können jetzt sagen, oh Gott, wenn wir den Menschen mehr Eigenverantwortung geben, dann werden die wahrscheinlich ihr Leben verkacken und dann haben wir nicht mehr die Kontrolle und dann läuft alles auseinander und die Frau geht wieder an den Herd. Ich würde es okay finden, wenn die Frauen an den Herd wollen. Ich glaube aber nicht, dass die große Mehrheit der Frauen langfristig nur an den Herd will, wenn die ökonomischen Voraussetzungen dafür nicht da sind. Also warum gibt es denn den Sexismus und den Rassismus in der Gesellschaft? Der hat doch massiv mit der materiellen Basis, mit dem Kapitalismus zu tun. Und ach, wäre das schön, wenn das ausschließlich der Kapitalismus wäre. Sicherlich nicht nur, da können wir vielleicht ein bisschen zu weit. Aber ich glaube, dass wenn wirklich Menschen eine ernsthafte Chancengleichheit im Leben haben, dass das auch Diskriminierungsverhältnisse wie Sexismus zum Beispiel beeinträchtigt und dass Leute eben nicht wie klassisch am Herd stehen wollen. Gleichzeitig kann das am Herd stehen, was ja gesellschaftlich durchaus auch einen Wert hat, wir lieben es ja, bekocht zu werden und zu kochen, das kann vielleicht auch aufgewertet werden, weil das Leben ist nämlich, und ich bin auch gegen eine Trennung von diesem Freizeit und Arbeit, und das ist wieder diese Starre von oben herab, ihr müsst so und so viel 48, eine halbe Stunde, 38, keine Ahnung, wo ihr da seid in eurer normalen Arbeitswelt,
diese Modelle, glaube ich, funktionieren für viele junge Leute nicht mehr, weil ich bin ein Mensch, ich lebe hier, ich brauche Geld, um in dieser arbeitsteiligen Gesellschaft zu überleben, gebt mir dieses Geld und dann bestreite ich meine Zeit. Und dann ist es egal, ob ich mal mittags von 10 bis 14 Uhr mit meinem Kind in den Zoo gehe und dann noch bis 22 Uhr arbeite in meinem Homeoffice. Und um solche Dinge möglich zu machen und das Leben, also das Arbeiten und was ist Arbeiten? Ich würde sagen, man kann fast, das ist das Arbeit, was wir hier machen. Das strengt mich nämlich an. Alles ist Arbeit und das möchte ich irgendwie in dieses Leben reinfassen. Und dafür braucht es eben Geld und das geht mit einem Grundeinkommen, glaube ich, ziemlich gut. Das ist vielleicht auch nochmal, ich weiß gar nicht, haben wir noch? Wir haben einen Kommentar, der vielleicht ganz gut dazu passt. Ah, gut. Da schreibt Jörg Reiners, das Grundeinkommen ist die ökonomische Gewährleistung, dass Menschen überhaupt an einer Demokratie teilhaben können. Es ist somit eine Art Demokratiedividende. Menschen, die Tag aus, Tag ein sich abhacken müssen, nur um gerade einmal das Allernötigste sich erlauben zu können und dafür auch noch gesamtgesellschaftlich verachtet werden, entfernen sich immer mehr von der Demokratie. Das Grundeinkommen stärkt die Leute und schließt sie eben nicht aus. Das wäre der Widerspruch zu Ihnen, Franziska Wiedholt. Also ist nicht ein Ausschlusskriterium, dann sind die Leute abgestellt, sondern ganz im Gegenteil, man holt sie rein und sagt, ihr habt genauso viel Geld wie wir auch grundsätzlich. Was dann draufkommt, muss jeder für sich dann erarbeiten. Aber ihr seid quasi ein anderer Teil dieser Gesellschaft. Und also zunächst mal, dieses Ausschließen habe ich ausschließlich auf eine ganz bestimmte Gruppe bezogen, nämlich diejenigen, die im Augenblick unter diesen wirklich diskriminierenden und beschämenden Bedingungen von Hartz IV leben müssen. Ja. Bei allen anderen kann es völlig andere Wirkungen haben. Mhm. Es schließt nicht per se aus, es kommt drauf an. Das vorweg. Ich sage das deswegen mit Hartz IV, weil das ein wesentliches Argument auch immer von Götz Werner war, dass er zu sagt, das ist menschenunwürdig, was mit Hartz IV-Empfängern gemacht wird. Ja. Menschenwürdig wäre aber für diejenigen, und die Mehrheit will es, sie wieder in Arbeit zu bringen. Übrigens, interessanterweise sind die meisten ungeheuer froh, wenn sie eine minimale Rente bekommen, weil sie sich dann nicht mehr schämen müssen. Und weil die bedingungslos ist. Richtig. Und das heißt aber, sie verzichten. Sie haben sich selber aufgegeben. Und das ist das eigentliche Problem. Und dann komme ich auf dieses Argument Demokratie. Wir haben ja ganz genaue Untersuchungen, wer sich ehrenamtlich engagiert und wer es nicht tut. Sozusagen nach Qualifikation und nach Einkommen und nach Arbeitszeitbelastung in der Erwerbsarbeit. Und da gibt es keinerlei Zusammenhang zwischen Länge der Erwerbsarbeit oder sonst etwas, sondern sozusagen der Status, das Selbstbewusstsein, was man hat. Selbstständige zum Beispiel haben einen sehr viel höheren Anteil in der ehrenamtlichen Tätigkeit, engagieren sich mehr, weil sie mehr Selbstbewusstsein haben. Und das halte ich für ein ganz großes Problem, wie unterschiedlich Menschen in der jetzigen Erwerbsarbeit Selbstbewusstsein vermittelt wird. Da könnte in der Tat, also da finde ich unsere Erwerbsorientierung, Protestantismus lässt grüßen, hochbrisant. Ja. Nur der ist wert, der arbeitet. Na, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Das ging mal nach oben, es ging genauso nach unten. Und deswegen ist es eine Schande, dass sich so wenig um Hartz-IV-Empfänger noch kümmern. Meine Gewerkschaften eingeschlossen. Ja. Da müssen wir dringend dran. Und da kann die Diskussion auch etwas beflügeln. Ich befürchte nur, dass es eine Parallelgesellschaft aufgebaut wird. Mit denjenigen, die sozusagen, ich sage es jetzt mal, etwas in der Subkultur arbeiten und sich verwirklichen über das bedingungslose Grundeinkommen. Ich möchte eine Brücke schaffen. Das geht natürlich, wenn man sich dann ein Studium leistet, aber das sind doch kleine Ausnahmen. Eine Brücke schaffen zwischen Nichterwerbsphasen und Erwerbsphasen. Und meine Befürchtung ist, dass sich Subkulturen entwickeln, sozusagen Alternativkulturen, ist ja auch alles nicht ganz neu, die mit der anderen Welt nichts mehr zu tun haben. Und da meine ich nicht die in Tütelchen aussortierten, die Überflüssigen der Hartz IV, sondern diejenigen, die sagen, ich lebe jetzt in der Alternativszene, was geht mich denn die Erwerbsarbeit an? Also davon abgesehen, dass ich das nicht glaube, was wäre die Gefahr daran? Die Gefahr ist, dass das, was politisch auch durchaus, also das sozusagen, wir reden ja auch immer über Spaltung. Also Alternativkulturen sind dann gut, wenn sie auch eine Hefe sind, um etwas anderes zu verändern. Aber wenn man sich sozusagen aus dem Weg geht, und die einen sich mit dem einen Leben begnügen. Ihre Beispiele waren doch häufig so gewählt, und die fand ich schon interessant, dieses eine Jahr eines bedingungslosen Grundeinkommens, ein Jahr habe ich genutzt, um mich zu qualifizieren, um etwas Neues zu entwickeln. Ich stelle mir das jetzt aber als eine Dauersituation vor und nicht ein Jahr Sabbatical, wofür wir immer gekämpft haben, dass das möglich sein muss.
also wechseln zwischen Erwerbsarbeit und den anderen Lebensbereichen. Das ist mein Traum. Das ist vielleicht ein Kritikpunkt, den wir vielleicht noch tatsächlich kurz an Sie richten sollten. Dieses Projekt hakt da ja wirklich an der Stelle so ein bisschen, ne? Weil man wirklich immer sagen kann, ein Jahr. Und ein Jahr, also wie repräsentativ schätzen Sie selbst ein, was da raus wird in diesem Jahr? Weil das hat natürlich, hat auf jeden Fall von der Sicht aus betrachtet, diesen Ausnahmezustand, Charakter. Kann man daraus wirklich ableiten, was passieren würde? Würden darauf weitere 30 Jahre folgen? Nee, überhaupt nicht. Es hat keinen repräsentativen Charakter und ist auch nicht wissenschaftlich fundiert. Die Leute müssen ja auch keine Auskunft darüber geben, was sie mit dem Geld machen, weil das natürlich auch Teil der Bedingungslosigkeit ist. Sondern was wir wollen, ist, dass Menschen das ausprobieren können, das erleben können und ihre Geschichten erzählen und wir darüber in die Diskussion kommen und sich Menschen selbst die Frage stellen, was würde ich eigentlich tun, wenn ich ein Grundeinkommen hätte? Und dass wir hier heute Abend sitzen und das diskutieren. Ja, es gibt auch noch weitere Fragen, die schon öfter angeklungen sind, nämlich wenn es in Deutschland für alle Inländer beispielsweise ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, das die kulturelle Teilhabe ermöglicht, was machen wir mit Leuten, die an der Grenze stehen und das auch haben wollen, auch teilhaben wollen, EU-Bürger? Sind ja von der Diskriminierung ausgenommen. Also es gibt ein Diskriminierungsverbot. Was macht man da? Sagt man denen dann nein? Klar, geht also wieder nach Hause? Ich finde das Grundeinkommen ganz toll, aber ich bin kein Befürworter von einem bestimmten Modell. Ich weiß, dass es da ganz viele verschiedene Ansätze gibt. Es ist eine schwere Debatte, genau. Das ist eine Debatte, wo ich mich freuen würde, wenn die geführt würde, weil ich natürlich jetzt auch nicht die Antwort habe. Ich würde sagen, wer in diesem Land lebt, muss es natürlich auch bekommen, weil sonst spalten wir da tatsächlich die Gesellschaft. Im Land und das würde Europa, die Geflüchteten EU betreffen 28. Und das würde alle europäischen Menschen treffen, die auch hier leben. Dann gibt es in verschiedenen Rechnungen wahrscheinlich. Dann gibt es in verschiedenen Modellen ganz viele unterschiedliche Ansätze, dass man sagt, für jedes Jahr, das man hier ist, kriegt man 10% mehr oder sowas. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Geflüchteten angucken, irgendwie die Hälfte derer ist unter 25. Das sind Menschen, die wahrscheinlich, also ich habe zwei Syrer bei mir selbst zu wohnen, die leiden darunter, dass sie nicht arbeiten dürfen. Die wollen arbeiten und wenn man denen gleichzeitig die Möglichkeit dazu gibt, dann werden die ihr Grundeinkommen auch wieder finanzieren. Dazu geht es womöglich eine Anmerkung oder grundsätzlicher Art? Also warum reden wir, oder nicht nur, glaube ich, wir, sondern allgemein über Beträge und Finanzierung und nicht über eine Art der Güterversorgung? Weil die Beträge zur Güterversorgung benutzt werden. Ich habe die Frage ja nicht gestellt. Nein, Sie sind so streng. Nee, okay. Aber, ja. Nee. Die Annahme dazu ist, hier steht es, einen festen Betrag zu geben, das richtet sich vielleicht ein bisschen an dich, scheint keine langfristige Lösung, weil sich Angebot, Preise und Nachfrage vermutlich entsprechend neu einstellen, sodass nichts gewonnen wird. Ach so, also die Frage ist, gibt es eine Preissteigerung? Inflation. Sodass das Grundeinkommen wieder aufgefressen wird. Ja. Wenn es über Mehrwertsteuer finanziert wird, das ist ja der Vorschlag von Götz Werner. Ich habe den, ich glaube, 50% Mehrwertsteuersatz. Also mir stockt der etwas. Dafür alle anderen Steuern weg. Vor allen Dingen ist die andere Befürchtung natürlich, dass die Löhne sinken, damit das Nettoeinkommen ungefähr gleich bleibt und dann faktisch die 1.000 Euro, die bisher über sozusagen der Arbeitgeber vollzahlen musste, dann über den Staat. So ein bisschen das Thema, wir zahlen euch niedrige Löhne, was ja Gott sei Dank inzwischen nicht mehr so geht. Und den Rest könnt ihr euch beim Jobcenter holen. Also das ist die zweite Befürchtung. Da kann man natürlich irgendwie diskutieren, welche Auswirkungen es hat, aber ich denke schon, dass das ein großes Thema sein wird. In welches Land gucken Sie denn am gespanntesten, wenn man das so fragen kann, wo, in dem eben jetzt über das Grundeinkommen gesprochen wird, also das Experiment in Finnland, die Abstimmung nochmal in der Schweiz? Die Schweiz ist natürlich interessant. Genau. In den Niederlanden gibt es auch ein Experiment. Ja. Oder auf mein Grundeinkommen.de. Also ich will gar nicht die Moderation sprengen, aber ich würde da schon gerne nochmal drauf eingehen, auf dieses Inflationsthema, weil es, glaube ich, ein häufiges Thema ist. Die Idee ist also, alle kriegen 1.000 Euro, dann wird einfach alles 1.000 Euro teurer und am Ende ist plus minus null und alles wie vorher und wir haben vielleicht noch Sozialleistungen gekürzt. Also der Ökonom mag mich gerne korrigieren, aber mein ökonomisches Verständnis ist ein anderes. Die Geldmenge steigt ja nicht. Grundeinkommen ist kein zusätzliches Geld, deswegen sind diese
simplen Berechnung von 80 Millionen mal 1.000 Euro monatlich halt auch viel zu einfach, denn, was Sie richtigerweise sagen, wenn ich heute 3.000 Euro habe, dann 1.000 Euro Grundeinkommen jeder kriegt, dann weiß mein Arbeitgeber natürlich auch, dass ich jetzt 1.000 Euro mehr habe. Und wenn mein Job jetzt nicht ein blöder Job ist oder einen nicht besonders gerne macht, dass sich der Lohn also eigentlich nicht verändert, dann wird er mir langfristig wahrscheinlich nur noch 2.000 zahlen. Und der untere Stock wäre tatsächlich eine Art subventionierter Lohn. Aber diese 1.000 Euro hat der Unternehmer ja wieder mehr Gewinn und die muss er zu einem hoffentlich dann hohen Steuersatz wieder versteuern. Das heißt, alle haben ungefähr genauso viel wie vorher, dieser Kreislauf läuft weiter, aber die 1.000 Euro in meinem Gehalt, die sind halt grundsätzlich erstmal, die sind abgesichert und bedingungslos und die nehme ich auch zu meinem nächsten Arbeitgeber und meine Freizeit mit. Und das ist der entscheidende Unterschied und deswegen wird es keine Inflation geben, weil die Geldmenge nicht steigt, sondern nur die Definition von Geld. Ja, wenn Sie den Herrn Draghi davon überzeugen können, dass der die Geldmenge konstant lässt. Aber man kann natürlich das Grundeinkommen, die 1.000 Euro, indexieren an die Inflation, sodass das mitwächst mit der Zeit. Das ist natürlich eine Frage, die man machen kann. Aber trotzdem, eine Mehrwertsteuer von 50% ist... Nein, das war die Rechnung von Götz Werner. Der wollte es aber ausschließlich nicht über Einkommen. Ja. Die Konsumsteuer hat weniger... Verzerrungseffekte, also Ausweicheffekte unter bestimmten Umständen als die Einkommensbesteuerung. Die Verteilungswirkung ist katastrophal, das wissen wir. Gibt es keine Progression, sondern im Gegenteil. Mehrwertsteuer wirkt sozusagen degressiv für diejenigen, die ihr ganzes Geld sozusagen in ganz normalen Waren lassen müssen. Ist eine Mehrwertsteuer, also das ist... Aber ich fand es auch gut, dass wir jetzt nicht ausschließlich über dieses Thema Finanzierung geredet haben, wobei für mich, muss ich nochmal sagen, ansteht, was sind die Prioritäten, wenn wir über die Verteilung von Steuern reden? Denn das ist ja das Thema. Wo die Steuern jetzt herkommen, ist eine zweite Frage. Was finanzieren wir daraus? Aber eine wichtige. Ja. Wenn alle abwandern, die Steuern zahlen? Ja. Also die Frage ist, finanzieren wir weiterhin ein offenbar dysfunktionales System, was Ungleichheit erzeugt, oder wagen wir es, etwas grundlegend anderes zu probieren? Ich glaube, da die Ungleichheit wir uns sogar wird doch einigen. Verstärkt. Nur, dass wir dann in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Frage ist dann weitergehen, wollen wir es von oben steuern oder wollen wir es von unten wie Graswurzeln wachsen lassen? Ich habe in meinem langen Gewerkschaftsleben keinen einzigen Kampf um Arbeitszeitverkürzung erlebt, der von oben nach unten ging. Wenn das nicht getragen wurde, im Augenblick wird es leider nicht getragen und deswegen läuft auch nichts in der kollektiven Arbeitszeitverkürzung. Wenn das nicht von unten getragen wird, wo sollen denn dann bitte die Streiks herkommen? Also wenn dieses Thema Arbeitszeitverkürzung oder bessere Arbeitsbedingungen, mehr Personal, Charité, unser schönes Beispiel, wenn das nicht in den Betrieben getragen wird, dann braucht ein Gewerkschaftsvorsitzender erst gar nicht anzutreten. Ich erzähle noch eine kurze Geschichte. Ja? Also das ist keine Alternative. Das, was ich jetzt im Kopf habe und das, was Sie im Kopf haben, muss beides von unten getragen werden, sonst können wir es lassen. Also wenn ich das schon höre, Streik und Verdi und Pfeifen, dann denke ich mir, oh Gott, das dauert alles viel zu lang. Das ist mir zu anstrengend. Schön, dass es das gibt. Okay, das bedingungslose Grundeinkommen kommt ja auch mit Schnick. Ich erzähle eine ganz kurze Geschichte. Wir sind ein Verein. Wir verdienen, alle Leute, die bei uns arbeiten, 12 Leute, verdienen auch Geld und wir werden über Spenden finanziert. Wir haben eine bedingungslose Praktikantin eingestellt. Die sollte 3 Monate lang 1.000 Euro im Monat kriegen und nichts dafür tun müssen. Die ist am ersten Tag ins Büro gekommen. Wir haben gesagt, hier bist du Zugang zu allen Informationen, kriegst aber keine Aufgaben, such dir selbst. Das war erstmal schwer genug. Hat sie dann aber geschafft. Nach ein paar Wochen war Stress im Büro und unangenehme Stimmung. Und dann kommt die zu mir und sagt, Micha, ich komme morgen nicht. Und als klassischer Chef hätte ich gesagt, spinnst du, wo ist deine Krankschreibung? Natürlich kommst du morgen, die anderen kommen ja auch. Konnte ich aber nicht, weil ich wusste, die ist bedingungslos abgesichert, die kriegt ihr Geld, egal ob sie was macht oder nicht. So war der Deal. Also bin ich mit ihr in die Küche gegangen, wir haben eine halbe Stunde geredet und ich habe gefragt, was muss sich ändern, damit du morgen wiederkommst? Und dann haben wir über Rolle, Verantwortlichkeit geredet, sie wollte mehr Verantwortung, hat sie bekommen, ein Projekt. Und am nächsten Tag kam sie glücklich auf Arbeit und ich war auch glücklich, weil ich dachte, krass, die ist jetzt hier, weil sie das will. Und das macht Arbeit besser und das ist hochflexibel und das ist ein Verhandlungsprozess. Und diese starren Ideen von 35,5 Stunden, das sind alles Ideen, die kommen aus so einer Fließbandzeit, wo es heißt, wir müssen das jetzt irgendwie standardisieren, damit wir es schnell skalieren können. In einer Kreativwirtschaft, in einer Digitalwirtschaft, da müssen wir halt in diesen menschlichen Aushandlungsprozess reingehen. Und so ein Grundeinkommen ist halt ein Fundament, damit man auf Augenhöhe diskutieren kann. Das geht aber übrigens, auch ohne diese Mitarbeiterin kritisiert mich auch wie keine zweite und macht mich damit hoffentlich zu einem besseren Chef, obwohl wir hierarchiefrei arbeiten wollen. All diese Effekte könnte so ein Grundeinkommen haben und ich werbe darum, das mal auszuprobieren. Aber es geht ja auch ohne. Man braucht einfach nur einen netten Chef.
Genau, so einfach. Zum Glück gibt es ja davon sehr viele. Ihr Gewerkschaftsbild ist leicht veraltet. Ja, man darf hier nicht vergessen, es wird aber mit allen Seiten mit so ein paar Klischees, genau, glaube ich, und Vorurteilen, ja, hantiert. Ja. Ja, ja. Auch in Richtung der Subkultur, der Digitalwirtschaft und all diesen anderen. Aber gut, okay, deswegen muss man diskutieren und zusammenkommen. Ich würde gerne zum Abschluss wahrscheinlich gerne wissen, die so eine typische Talkrundenfrage machen, die im Fernsehen auch so: Wenn Sie müssten und ab morgen würde Ihnen zwangsweise ein bedingungsloses Grundeinkommen aufs Konto überwiesen werden, was würden Sie denn sofort ändern an Ihrem Berufsleben oder vielleicht auch Privatleben, wenn Sie möchten, auf jeden Fall in Ihrem Leben? Also so eine 1.000-Euro-Sache auch. Also schon so ganz gut. Eine gute Frage. Ich glaube, ich würde in den Tierpark gehen mit meiner Familie. Das kostet aber nicht 1.000 Euro. Bestimmt, aber jobmäßig würden Sie alles erstmal so lassen? Oder? Ich habe auch einen netten Chef. Okay. Also von daher. Sie würden sich einfach über das Extrageld freuen. Ja. Sozialerbschaft ist auch eine Alternative zum Grundeinkommen, die sehr interessant ist. Oder es gibt noch ganz viele andere Wirtschaftsmodelle, die wirklich interessant sind, zu erforschen und auszurechnen, wie es mit Verhaltensanpassung für Deutschland passen würde. Oder beispielsweise ein Grundeinkommen, was ja einen größeren Empfängerkreis hat als das aktuelle System. Was passiert, wenn die Arbeitslosigkeit plötzlich um 10 Prozentpunkte steigt? Welches System ist stabiler? Solche Fragen kann man beantworten mit Wirtschaftsforschung und solche Sachen würde ich dann auch machen. Sehr gut. Frau Wiethold, was würden Sie denn tun? Ich bin Rentnerin, insofern kriege ich ein bedingungsloses Grundeinkommen. Haben Sie keine Rentenpunkte? Dann denken Sie aber gerne noch einen Mini-Moment zurück. Hätte es für Sie was geändert? Also ich hatte in meiner Tätigkeit das Problem, dass ich insgesamt länger arbeiten musste, als ich wollte, weit über Tarifverträge hinaus, wie das so mit Vorstandsmitgliedern ist. Deswegen hätte das, und das hat viel mit Hierarchie und natürlich auch verkrusteten Strukturen in Unternehmen zu tun, mit der sogenannten Verantwortung und der Präsenzkultur. Insofern hätte mir das nicht geholfen, an dem eigentlichen Problem, nämlich dieses Gefühl, ständig eigentlich überlastet zu sein. Ja. Michael Bohmeier, ich meine, was ist das für eine Frage jetzt an Sie, ne? Ja, ich habe jetzt große Glück, seit 2 Jahren beziehe ich ein Grundeinkommen sozusagen aus einer Gewinnbeteiligung an einer Firma, die ich vor 10 Jahren gegründet habe und vor 2 Jahren ausgestiegen bin und mir da monatlich 1.000 Euro auszahle. Und das hat mein Leben halt so massiv verändert. Ich bin einfach ein komplett anderer Mensch geworden. Lustigerweise arbeite ich mehr als vorher, aber erst nachdem ich auch durch ein halbes Jahr der Muße gegangen bin, in der ich gemerkt habe, was ich eigentlich für ein mutiger und kreativer Mensch sein kann. Und das hat mich so krass verändert, dass ich ab jetzt einfach dafür kämpfen will, dass möglichst viele Menschen das ausprobieren können und herausfinden, ob es auf andere Menschen auch so wirkt. Bisher bei den 36 wirkt es so und am Jahresende sind es hoffentlich 100 Menschen, die das einmal ausprobieren können. Ich bedanke mich bei dieser illustren und gesprächigen Runde. Das war sehr schön. Vielen Dank auch für die Teilnahme, für die Fragen über Twitter etc. Und wir wünschen einen schönen Abend mit den weiteren Gesprächen, wahrscheinlich jetzt mit Kollegen und Familie, wie das alles weitergehen soll mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Und danke an die Runde. Tschüss.